Ja, super. Also ich sag mal, haben wir alle drauf gewartet, was wir endlich einen Zeitpunkt haben. Und jetzt können wir uns drauf konzentrieren, was wir bis dahin alles startklar haben. Endlich. Ich auch. Sehr schön. Das wird langsam wieder Zeit. Ja, also wir sind jetzt dabei und schauen, ob wir unsere Tische ein bisschen anders gestellt kriegen, was wir noch an Hygienekonzepten erarbeiten müssen und ja, was da halt auch auf uns zukommt an Auflagen. Das wird ja, denke ich mal, so im Laufe des Tages oder morgen halt alles auch in schriftlicher Form vorliegen und was wir dann machen müssen. Ich denke mal, kommen ja noch ein ganzes Teil Auflagen oder sagen wir wissen ja ein paar Sachen, Abstandsregeln und so. Wir haben zum Beispiel bei uns im Restaurant schon alle Tischen außen andere gestellt. Wir haben jetzt nochmal neue Schutzmasken bestellt, auch welche mit Sichtschutz, wo die Leute doch das Gesicht sehen können, wenn einer eine Bestellung abnimmt, was wir viel besser finden. Anstatt was man jetzt mit so einer Mundhaube da rumrennt. Ne? Ja. Wir fangen langsam an. Wir müssen erstmal sehen, was kommt überhaupt an Gäste aufkommen. Wir bleiben erstmal bei einer 5-Tage-Woche, werden dann von Woche zu Woche entscheiden, ob wir wieder auf eine 7-Tage-Woche gehen. So, ja. Und wir fangen auch morgens, sag ich mal, mit weniger Leute an und haben dann Leute auf Abruf, was wir sagen. Wir müssen erstmal sehen, was kommt auf uns drauf zu und sind die Leute, verhalten die sich anders? Ist ein großer Nachholbedarf da, aber wie regelt man das? Das können wir bloß jeden Tag aus der Erfahrung lernen. Ne? Wir hoffen natürlich, dass wir das Haus voll kriegen. Wir haben ja natürlich auch unseren schönen großen Garten, sodass wir die Terrasse nicht so eng stellen müssen, wie wir es bisher gemacht haben. Und weichen im Endeffekt damit auf den Rasen, auf die Rasenfläche aus. Ich hoffe natürlich, dass die Tische alle jeden Tag voll sind. Also Krise ist ja immer eine Chance und ich sag mal, die Stockstarre, die haben wir erstmal überwunden die ersten Wochen und dann fängt es ja doch an, bei jedem Gastronomen, glaube ich, zu kribbeln, wenn man denkt, oh, man hat so viel Platz und hat die Leute, aber man kann nichts machen. Und da haben wir uns für unseren Laden eben entschieden, einen Hofladen einzubauen und der wird gut angenommen. Zweite Stufe war dann Pizza. Wir hatten noch eine dritte Stufe, aber die brauchen wir jetzt ja nicht, weil jetzt ist die dritte Stufe die Wiedereröffnung. Also. Ich war ganz fleißig und habe drüben meine Hotelzimmer teilweise durchgestrichen, teilweise Fußboden neu gelegt, habe in der Küche ein bisschen was modifiziert und umgebaut. Da musste was raus und da ist dann was Neues wieder dazugekommen. Und wir liegen jetzt eigentlich in den letzten Zügen. Also eigentlich ist das ganz gut, dass wir nicht vor dem 18. wieder öffnen, weil sonst schaffe ich es nicht, glaube ich. Also die neuen Angebote bleiben, die werden ausgebaut. Also das mit unserer neuen Wikinger-Pizza, sag ich mal, wird gut angenommen. Der Hofladen, der war sowieso schon lange ein Traum, aber jetzt hatten wir die Zeit, das umzusetzen. Und auch die Angst war eben vorher immer, was man keine Gruppen groß mehr annehmen kann. Die haben sich jetzt für dieses Jahr sowieso erledigt. Wir haben viel Stornierung, viel Busreisen, die abgesagt haben, viele große Gruppen, Hochzeiten. Also von daher werden wir uns auf das à la carte Geschäft konzentrieren. Also schwierig, weil ich merke, wie verzweifelt viele sind, die eben auch gerade investiert haben vor der Saison, neue Läden, neue Stores aufgemacht haben, Lieferanten, die auf ihren Waren sitzen bleiben oder jetzt erstmal auch viele Leute in Kurzarbeit geschickt haben, die auch sagen, bestellt jetzt rechtzeitig, weil wir haben anstatt, sage ich mal, 30 Fahrer, haben wir bloß noch 15 am Start und wir können nicht von 0 auf 100 gehen gleich, sondern das ist jetzt auch für jeden Lieferanten, für jeden Gastronomen eine Herausforderung und auch mit den Leuten oder generell, wenn wir jetzt schon hören, was vielleicht durch den Abstand, zum Beispiel bei uns im Odienst, wir haben sonst 120 Sitzplätze und haben jetzt bloß 40, bis 45. Vorne in der Brasserie ist zu dicht der Abstand, da können wir gar keinen setzen, also haben wir noch mal weniger. Dann können wir bloß alle hoffen, dass wir eine gute Außensaison haben, also was das Wetter mitspielt und was wir die Leute nach draußen setzen können. Ja. Dass sie wieder uns wieder neu entdecken, sage ich mal. Ja. Sind alle herzlich willkommen und alle auch gerne gesehen. Und wir hoffen, dass die sich im Endeffekt wieder für uns, wie gesagt, wie ich gerade schon sagte, wieder neu entdecken wollen. Ja, schauen wir mal. Wir lassen uns überraschen. Also ich glaube, wir merken das jetzt schon. Die Leute sind einfach dankbar, was überhaupt wieder was auf ist, was sie sich irgendwo wieder außerhalb treffen können, das genießen können. Ich
Backen, Kochen haben sie jetzt alle durch. Die haben das in den Familien viel gemacht und sind auch froh, sich mal wieder verwöhnen zu lassen. Und ich glaube, die sind einfach dankbar, dass wir da sind und das auch wieder schätzen und auch die Zeit, wenn es mal ein bisschen dauert, einfach in Kauf nehmen und einfach auch vielleicht ein bisschen lockerer werden. Das gibt Wichtigeres.